Vor allem guten Morgen. Ja. So, wir machen Armkreisen entgegengesetzt. Beide Richtungen. Wir nehmen den Nacken mit dazu. Nur über hinten von links nach rechts. Genau, geh mal überall durch, wo du vielleicht so merkst, da ist noch ein bisschen, okay, da ist. Okay. Dann roll mal die Hüfte, das heißt, du fest, du musst deine eigene Hüfte an und fängst mal an, so ein bisschen. In beide Richtungen allerdings. Okay, wir kommen ganz tief in die Hocke. Und im Wechsel kommt ein Arm nur nach oben. Und den Arm drehst du noch. Und andere Seite. In den Plank. Rechtes Bein vor und richtig einsinken. Leg mal deine Hand über den Po ab und spür mal, wie du aufgehst. Dein rechtes Knie schiebst du schön nach rechts außen, ne? Fühl mal, wie die Hüfte schön sich öffnet und jedem Atemzug freier wird. Okay, und jetzt die rechte Hand einmal nach vorne, als wenn du jemand die Hand geben möchtest, der an der Klippe hängt und du das Leben retten kannst, weil du so stark bist. Schön weit auf, geh noch weit nach vorne. Zieh mal die Hand noch ein bisschen weiter nach vorne. Geh noch weiter auf. Okay, Hand ab, Bein zurück. Links vor. Hand wieder über den Po ablegen. Und einfach tief sinken in der Hüfte. Und die Hand nach oben und nach vorne. Und ab. So, schönes Wochenende dir. Das war super. Okay, also wie gesagt, Kreistraining. Ich sag mal ganz kurz die Übung, dass du dich mal ein bisschen einschießen kannst darauf. Wir fangen an mit Star Jacks. Wir machen dann Bunny Jumps, Stand-Up.
Dann machen wir Push-Up Mountain Climbers. Dann machen wir einen Entenlauf, wahlweise auswechselbar mit Beastlauf und Affenlauf. Und danach machen wir den Beast Stretch Stand-Up. Klingt machbar, oder? Also wir fangen an. Ich zeige es nochmal. Ne? Star Jacks sind die. Das heißt, du kommst ganz tief und kommst wieder mit deinem Sternchen nach oben. Ja? Wir fangen also an mit Star Jacks und das machen wir mal. Sei der Stern, der du immer sein wolltest. Heute darfst du. 3, 2, 1, go. Aus, aus. Bunny Jumps Stand Up. Das heißt, du kommst runter, sprichst von einer Seite zur anderen, stehst einmal auf, Pose fest. Let's go. Ja, ich glaube schon. Noch 3 Stück. Okay. Atmen. Push-Up Mountain Climbers. Also bei den Push-Ups kommst du auf die Knie und wir machen einen Mountain Climber, einen Push-Up, einen Mountain Climber, einen Push-Up. Ja? Das heißt, sieht wie folgt aus. Mountain Climber gehst du nochmal schön tief mit der Hüfte, tief runter. Down Dog, auf die Knie, Push-Up. Tief runter. Down Dog, auf die Knie, runter, okay? Also zwischendurch immer wieder den Down Dog, dass du die Schultern schön aufkriegst, kommst auf die Knie, ein Push-Up, let's go. Und aus, aus. Der Entenlauf. Versuch mal vorwärts und rückwärts zu laufen. Die längste Stelle, die du hast in deinem Zimmer. Entenlauf, weißt du noch? Alles ist ganz tief. Und du läufst wie ein kleines Entchen. Gerne die Hände hoch und gerne auch rückwärts.
Let's go. Und aus. Ausruhen. Letzte Übung im Bunde sind Beast Stretch. Zeig dir ganz kurz. Das heißt also immer, deine gegenüberliegenden Extremitäten berühren sich einmal. Ausstrecken, berühren, Wechsel, aufstehen. Also. Beast. Ausstrecken. Aufstehen. Ja. Aufstehen. Let's go. Wenn du das Bein ausstreckst, fühl mal richtig, wie dein Hintern dafür sorgt, dass du das Bein nicht verlierst. Also spür mal wirklich deinen Po. Warum Birgit? Genau, die Hände nach vorne strecken, ja? Nach vorne. Nicht zur Seite, nach vorne, weit nach vorne, genau. Reto, streck mal die Hand über deinen Kopf, also nicht hier unten lassen, sondern wirklich, ja, genau, da will, ja, perfekt. Übers Ohr, sehr schön. Danny, bleibt mal immer ein Biest, das heißt also, die Knie bleiben immer hier unten gerollt, ne? So, noch zweimal aufstehen. Zweimal aufstehen noch. Jetzt noch einmal aufstehen. Mega. So, Runde 1 haben wir. Von 5. Also noch 4 Runden. Da lacht die Simone so schön. Du wirst es erleben. Okay, Runde Nummer 2. Wenn du deinen Kräutertee getrunken hast, dann fangen wir an mit Runde Nummer 2. Star Jacks Nummer 1, okay? 3, 2, 1, let's go. Aus, aus, aus. Bunny jumps, let's go.
leise dann nennen. Aus, aus. Push up, Mountain Climber. Let's go. Ausruhen, aus, aus, aus. Jetzt laufen wir nicht die Ente, jetzt laufen wir das Biest. Vorwärts, rückwärts, aber ganz, ganz, ganz. Aus. Beast, stretch, stand up. Let's go.
Und aus. Nee, schon Runde Nummer 3. Easy. Starjacks, let's go. Aus, aus, aus. Bunny Jumps. Aus. Push-up, Mountain Climbers. Aus, aus. Wir gehen nochmal zum Entenlauf. Let's go. Aus, aus, aus. Beast, stretch, stand up. Let's go.
Aus. Ja, hol dir die Hüfte mal zurück, so, ne? Also immer so ein bisschen, gerade so im Biest und so, da sind manchmal, kann ja so ein bisschen verkürzt bleiben, also hol sie dir zurück. Round number four. Starjacks. Yes. Sei der Stern, der du immer schon, also wirklich immer schon sein wolltest. Let's go. Aus, aus. Bunny jumps. Aus, aus, aus. Push-up, Mountain Climber. Take a time, fahr dich wieder runter. Let's go. Aus, aus, aus. Beast. Walk. Vorwärts, rückwärts. Jetzt ein ganz normales Tempo. Wie du dich halt immer im Beast bewegst. Let's go.
Aus, aus, aus. Rutsch mir glatt mein Sport-BH hier hoch. Beast, stretch, stand up. Let's go. Ein noch. Super gut, ey. So, Detlef fragt, ob wir wirklich gerade noch eine Runde machen. Ja, wir haben gesagt, 5, Detlef, machen wir. Dann machen wir auch 5, okay? Okay, atme nochmal tief. Hol dir vielleicht nochmal die Handgelenke zurück, ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen viel manchmal. So, Detlef hatte übrigens recht, mir ist nicht mehr kalt und ich habe jetzt auch richtig Lust. Also Wahnsinn, wenn man einmal drin ist, ne? Da kann selbst beim Sport-BH kein bisschen kneifen. Habe ich trotzdem noch Lust drauf, ne? Okay, Star Jacks. 3, 2, 1, 1. Aus, aus, aus. Bunny Jumps. Ja.
Ja. Aus. Mountain Climbers. Push up. Aus, aus, aus. Wir nehmen mal den Bärenlauf. Bärenlauf, vorwärts, rückwärts, hierher. Okay, let's go. Aus, aus, aus. Und der letzte im Bunde heute, Beast Stretch Stand Up, okay? Let's go. Noch einen letzten, einen noch.
Ausholen. Holy moly. Mega gut. Okay, wir holen uns mal die seitliche Hüfte. Dein rechtes Sprunggelenk kommt auf dein linkes Knie. Jetzt krabbelst du hier so ein bisschen runter an deinem Standbein, bis du hier bist. Entweder Fingerspitzen oder flach. Musst das Bein natürlich beugen. Okay. NL nicht lösbar. Boah, schieb mal den Po rechts, links und bist einfach ganz langsam nach langsam ansammeln. Das hat man Frau auch mal. Und langsam hoch. Ne, du kannst, wenn du tief bist, den Po so ganz langsam nach rechts und links mal bewegen, um einfach einen anderen Impuls noch zu kriegen, okay? Linke Sprunggelenk kommt aufs rechte Knie. Muss man spüren hier, Ja, genau. Geht tiefer? Ja, geht tiefer, geht tief. Mal die flache Hand am Boden. Und langsam wieder hoch. Fühl mal, wie frei die Hüfte jetzt ist, ne? Okay, nehmen wir mal die Schultern. Wir zeichnen mal Kreise hier vorne. Einwärts und auswärts. Und einer ein, einer ein, einer aus. Oh, damit sollten wir mal auftreten, wenn wir das alles gleichzeitig machen. Und wir machen nochmal die Welle für die Wirbelsäule. Ausruhen. Und ein letztes Mal nehmen wir uns noch den Nacken vor, als wirklich letzte Übung. Deine rechte Hand, linkes Ohr. Dein Po ist fest, denk dran. Der Po ist angespannt. Und jetzt drückst du deinen Kopf in die Hand und zeichnest mit deiner Nase große Kreise. Lösen. Andere Seite. Denk an dein Po. Druck und let's go. Lösen und wir atmen alle zweimal tief ein, beim Ausatmen Zunge raus, Kopf nach hinten.
Lass mal kurz die Augen zu. Spür mal nach. Mit jedem Atemzug, den du jetzt nimmst, spürst du, wie entspannt du wirst, wie sich die Muskulatur wieder vollsaugt mit Blut und Sauerstoff. Spürst ein unglaublich wohliges Gefühl mit dem Wissen, heute schon was super Gutes nur für dich selbst getan zu haben. Ja, mega ist das so, oder? Ich meine, jetzt stehen nicht so viele Leute so früh auf und lassen sich von so einem Typen im Sport-BH. ne? Also, vielen Dank dir. Geile Energie. Vielen Dank in die Schweiz, ins schöne Lummerland, in die Schwäbische Alb, nach Bulgarien, nach Deutschland und den Rest. Tschüss. Danke. Tschüss, Joshua. Du hast ja auch so einen schönen Sport-BH an. Ja. Das ist geil. Ich bin schon ganz neidisch. Ja.